Ja, hallo, ich möchte hier mal eine Strom- und Gasabrechnung zeigen, wie sie eine ganz normale Familie haben kann. Wir haben hier so eine Nachzahlung von etwa 2000 Euro für dieses Jahr. Im letzten Jahr war es eine Nachzahlung ungefähr um die Hälfte. Und das, obwohl wir weniger verbraucht haben als im letzten Jahr. Ich will mich da jetzt auch gar nicht groß beschweren, weil letzten Endes ist es tragbar. Wir haben mit so etwas gerechnet. Ja, man kennt ja die Nachrichten. Aber ich denke, es gibt viele Familien, die das nicht so einfach hinnehmen können, wo man da wirklich ziemlich dran schlucken muss. Und da ist für mich erstmal so die Frage, wie sollte das eine normale Familie stemmen? Kann man dann zur Bank gehen und sagen, ich möchte gerne ein Sondervermögen aufbauen, aus dem ich meine Energierechnungen bezahle? Und könnte man dann sagen, ich würde ganz gerne die Zinsen und die Abzahlung von diesem Sondervermögen im Folgejahr dann durch ein weiteres Sondervermögen tilgen? Und könnte man dann sagen, ich mache das ungefähr so lange, bis ich dann in Rente bin, beziehungsweise letztlich unter der Erde, die Kinder können das Erbe ja dann ausschlagen. Das sind so Sachen, die meines Erachtens in einer modernen Haushaltsführung ja so üblich sind. Zumindestens, wenn man sich Vater Staat als Vorbild nimmt, der ja über alle Zweifel erhaben ist und der mit seinen rechtlichen Möglichkeiten alles ausschöpft und trickst, so wie man das eben normalerweise tut. Oder habe ich da irgendeinen Denkfehler? Ist es irgendwie so, dass man das noch auf ganz andere Art und Weise lösen kann, dieses Dilemma? Einfach nicht mehr zahlen und dann frieren ist natürlich auch eine Alternative. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so im Sinne derjenigen, die ja letzten Endes die Ressourcen, von deren Knappheit sie immer gerne sprechen, wie aus einem nicht endenden Topf. Wie kennt man das in den Märchen, diese Geldbeutel, aus denen immer wieder die Münzen rausfallen, herausnehmen und sich daran bedienen? Naja, ein bisschen sprachlos ist man schon, wenn man so sieht, wie diese Dinge sich dann langsam entwickeln und wie sich dann in so einer Zeit eine Regierung hinstellt und neue Steuern, neue Abgaben als Wahlversprechen einhalten verkauft und so tut, als würde sie keine Steuern erhöhen. Also, ich komme bei vielen nicht mehr so ganz mit und das wäre jetzt hier mal so ein kleines Beispiel. Nisi, nisi, dona, nunc, edificaverit dona, edificaverit dona.